Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute basteln wir noch eine Weihnachtskarte und wir haben ja beim letzten Mal mit diesen Stickern gearbeitet und dieses hier unten, dieses Hohoho, hat mich auf eine Idee gebracht. Ich habe nämlich eine Stanze und fragt mich nicht, woher ich die habe. Diese hier, Hohoho. Und hier sind sogar noch Weihnachtsmützen mit bei. Und da habe ich mir gedacht, das wird ja wohl eine richtig easy peasy schnelle Karte. Vor allen Dingen würden wir zwei draus machen, weil das sind ja zwei Stanzen, wenn man die ausstanzt. Und das zusammenklebt, sieht es so aus. Man muss es ja einmal quasi in Rot ausstanzen. Da habe ich jetzt wieder das hier genommen, dieses strukturierte, habe aber die andere Seite genommen, die nicht strukturierte. Habe das jetzt ausgestanzt und einmal nur in Weiß und das zusammengeklebt und schon entsteht das. Das heißt, wir müssen zwei Karten basteln. So, ganz easy peasy. Dann habe ich hier noch solche Mützen gehabt, habe ich auch noch nie vorher benutzt. Die habe ich hier jetzt auch ausgestanzt. Ich kann euch das mal zeigen. Hier sind welche, die sehen so aus. Und hier, die fand ich echt toll. Das sind einfach nur welche, wo ich das jetzt hier wieder gegenseitig reingesteckt habe. Passt super. Da werden wir irgendwie mit basteln. Und was ich noch aufbewahrt habe, dieses Ausgestanze. Hier sind noch diese Buchstaben. Das ist ja eigentlich Abfall. Kann man aber auch benutzen. Hier ist zwar das O so ein bisschen angeschrägt, aber wenn man sich das so hinsetzt, kann man auch das so benutzen. Also diese Stanze ist ja echt klasse. Ja, und hier ist genau das Gleiche. Also diese Abrundung, man muss es nicht im Müll schmeißen. Da werden wir bestimmt auch noch mal irgendwas mit zaubern. Aber heute machen wir erstmal das. Ich habe das nur ausgestanzt, einmal draufgeklebt mit Flüssigkleber, weil ich schon wieder vergessen habe, mein doppelseitiges Klebeband zu benutzen. Und ich habe mir gedacht, wir nehmen wieder diesen Block. Und hier war irgendwo was Grünes mit Tannenbäumen. Der hier. Genau. Und der passt ja auch ganz gut dazu, weil wenn man Rot und Grün Weihnachten passt, das andere wäre jetzt alles ein bisschen zu doll rot. Oder das hier. Also der ist auch richtig süß, der Bogen. Aber wäre, na gut, würde auch gehen. Aber irgendwie wär mir das zu unruhig. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal Grün. So, und aus diesem Bogen kriegen wir ja auf jeden Fall zwei Karten, definitiv. Deswegen werden wir auch heute zwei Karten basteln. Ja, ihr schneidet euch das einfach zurecht und hier unten ist ein kleiner Haxer drin. Das trenne ich mir jetzt ab und hier oben ist es auch jetzt nicht schön. Deswegen, da müsst ihr mal drauf gucken auf euer Papier, ob das auch wirklich so schick ist. Genau, jetzt machen wir einfach nur den Auflieger in 9,5 mal 13,85. So, jetzt muss ich einmal kurz gucken, wo ich es abschneide, wegen den Tannenbäumen. Hier oben sind sie ja eigentlich ganz süß drauf. Ja, so kann man das auch lassen. Und das gleiche machen wir hier nochmal, wenn wir sowieso schon dabei sind. Also 9,5. Und dann schneiden wir gleich unten ab. 13,85. Dann haben wir hier auch unten die Sterne. Ist ganz süß. Man könnte sogar noch eine dritte Karte aus einem Bogen machen. Wir haben ja hier noch ein bisschen Abfallprodukt. Wisst ihr was? Das machen wir auch gleich. Dann machen wir halt drei Karten. So, kurz mal umentschlossen. So, siehst du? Dann braucht ihr noch Cardstock in Rot. Den gab es mal bei Action und ich. So, dann schneidet ihr euch hier was zurecht in 14,35. Mal 10 cm. Ich habe hier schon zwei liegen, deswegen kommt das wieder zurück. So, und dann werden wir einfach mal anfangen, die Karten zusammenzubasteln. Ihr braucht
irgendwie Klebemittel. Eigentlich müsste ich noch eine vierte Karte basteln, damit wir das auch fertig machen. Wisst ihr was, das machen wir einfach, weil das wäre ja total doof. So, nehmen wir hier noch so einen Bogen. Wir haben ja noch genügend Zeit bis Weihnachten. Da können wir noch ganz viele Karten basteln. Ich nehme jetzt mal die schöne Seite, damit es schneller geht. So. Jetzt brauche ich natürlich noch einen Bogen in Rot. Das ist ja das Gute, den haben wir eben angeschnitten. Fertig. So, dann machen wir eben vier Karten. Und die gehen ja auch eigentlich richtig, richtig schnell. So, das sind die Grundgerüste. Das sind die Aufleger. Die dreht ihr euch einfach um. Und dann macht ihr schon mal ein bisschen Foam Tape drauf. Erhöhen wir uns nämlich die Karten ein bisschen. Und eigentlich geht das ja auch echt schnell. So, da sind wir schon bei der vierten. Das haben wir schon. Diesmal brauchen wir ja auch keine Sprüche stanzen, weil das oder Etiketten stanzen und die noch bestempeln. Das dauert ja auch immer. So. Dann habe ich hier noch so ein bisschen Metallic-Farbengarn und ich glaube, das ist rot. Ne? Ja, ist beides rot. Ich kann das gar nicht richtig erkennen. Vielleicht ist eins ein dunkel und ein hellrot. Aber ist wurscht, ne? Sieht das nicht irgendwie gleich aus? Gut, habe ich halt zwei davon. Gut, nehmen wir einfach mal einen Rotton. Mit Gold will ich jetzt gar nicht anfangen zu arbeiten, noch nicht. Wir ziehen uns jetzt hier einfach mal die Schutzfolie ab. Klebt ihr euch das hier einfach fest und dann setzen wir uns hier quasi mit so einem Bändern so ein bisschen so ein Highlight. So, wenn ihr der Meinung seid, das reicht, dann klebt ihr euch das hier hinten einfach dran. Ja, das ist mir jetzt ein bisschen ausgerutscht, aber es macht nichts. So. So wie ihr das haben mögt und dann setzt ihr euch das einfach auf eure Karte. So, das mache ich jetzt eben noch mal bei den anderen dreien. So, ich habe das jetzt hier alles schon mal auf Grundkarten geklebt. So weit sind wir ja eben gewesen. Das machen wir jetzt hier auch. Einfach auf eine Grundkarte kleben. So, dann habt ihr das nämlich schon mal soweit fertig. Gut, das kann jetzt anziehen. Wir haben diese Stanzteile hier. Und ich habe jetzt hier hinten einfach wahllos dieses Ho-Ho-Ho-Ho-Ho-Ho erhöht. Und bei diesen Restdingern, die da rausgekommen sind, habe ich nur zwei Hs und das heile O erhöht. Die beiden kaputten O's und das eine H nicht. Genau das gleiche habe ich auch hier bei den roten gemacht. Die drei sind erhöht und die nicht. Und die Mützen habe ich nur zusammengeklebt. Und zwar habe ich hinten einfach, ich weiß nicht, ob ihr es seht, da doppelseitiges Klebeband unten raufgelegt und habe dann das Innenteil einfach raufgesetzt. Es ist hier oben noch ein bisschen wackelig, wie ihr seht, aber das macht gar nichts. Bei diesen zwei Mützen habe ich das auch gemacht und einfach nur schon mal einen Foamtape-Streifen drauf gemacht, weil ich gedacht habe, die können wir hier oben hinsetzen. Und jetzt werden wir einfach mal die Karten zusammensetzen. Also ihr müsst hier erstmal alles abziehen.
Das ist ein bisschen mühselig, aber ich glaube, da kann eine richtig süße Karte draus entstehen. Ihr könnt natürlich auch irgendwelche anderen Streifen nehmen, wo das vielleicht schneller geht. Oder das auf Moosgummi kleben, auch eine richtig gute Idee. So, und dann klebt ihr euch das einfach so hin, wie ihr das gerne haben möchtet. So zum Beispiel, ich finde, das sieht doch schon richtig gut aus, dieser Kontrast mit dem Weiß. Und hier würde ich diese Mütze hinkleben. Das heißt, ich ziehe jetzt hier einfach auch nur von dem Foamtape den Streifen ab und mache jetzt aber hier unten einfach nochmal auf die Mütze und hier auf das Papier Flüssigkleber. Und dann setze ich die Mütze einfach hier oben rauf. Na, guck mal, ich hätte auch unter das Ding da, unter den Zippel, ich weiß nicht, ob ich das noch hingefuscht kriege, Foamtape machen können. Je nachdem, wie man sich die Mütze raufsetzt, ne? Hingefuscht. Sieht doch schon ganz gut aus, oder? Wenig Aufwand und echt klasse. Das gleiche mache ich jetzt. Na, das mache ich gleich ohne euch in der Kamera. Das habt ihr ja nun jetzt gesehen, wie wir das machen. Jetzt nehmen wir hier einfach mal die Buchstaben. Obwohl, man könnte die ja auch noch tauschen, ne? Wie sieht das denn aus? Nee, wir lassen das, oder? Wir machen nur weiß mit weiß. Ja, da kann man, da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. So. Gut, und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an und fangen an mit dem H. Setzen uns das hier einfach rauf. Dann haben wir ja ein kaputtes O. Da machen wir einfach Flüssigkleber drauf. Das ist ein bisschen einfacher als mit diesem Foamtape. Dann haben wir, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Ja, genau, ein nicht erhöhtes H. Das klebe ich hier einfach mit hin. Das mache ich aber auch völlig wahllos. Und dann nehme ich mir das erhöhte O. Und da muss ich dann halt gucken. Dass ich dann beide kaputten Stellen sozusagen gleich abdecke. Dass das. Also kleben wir das dahin. So. Das kaputte O dann hier unten. Das könnte man auch, jetzt muss man noch mal gucken, hier unter durch. Nee, wir kleben es oben rauf. So, so fällt das gar nicht auf mit den kaputten O's. Und dann nehmt ihr euch wieder euer H. So, und dann könnt ihr das noch, ist ja noch nicht ganz angetrocknet, euch nochmal hinschieben. Dann könnt ihr euch hier einfach eine Mütze nehmen. Hier habe ich das ja auch jetzt so festgeklebt. Das würde ich tatsächlich abziehen. So, und hier oben dann einfach mit Flüssigkleber ransetzen. Hier auch noch mal rüber. Dann kann man das hier einfach platt sozusagen mit aufkleben. Und dann haben wir hier auch schon eine schicke Karte. Ja, ich werde jetzt einmal noch mal die beiden Karten machen. Und dann werde ich vielleicht, also mit Sicherheit,
noch ein paar von Glitzerstein hier oben raufsetzen. Und dann haben wir nachher eine ganz tolle Karte. Ja, das werde ich mal eben machen und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Ich habe jetzt die Karten fertig dekoriert und so sehen die aus. Also das ist die Abfallproduktionskarte, genau wie diese. Ich finde, dafür, dass es Abfall ist, sieht es echt ganz gut aus. Weiß ja kein anderer. Das O habe ich vielleicht ein bisschen schief geklebt, aber weiß ich nicht, sieht trotzdem total niedlich aus. Vor allen Dingen auch die Mützen, finde ich, machen das Ganze irgendwie noch so ein bisschen schicker. Und was ich ja echt schick finde, ist das hier mit dem Weiß drumherum. Also ich finde, das sieht ein bisschen besser aus. Und die Karte. Genau, ich habe jetzt einfach noch ein paar Glitzersteinchen raufgeklebt und ja. Ja, und so schnell haben wir eigentlich 4 Karten gebastelt. Das Einzige, was halt ein bisschen aufhält an diesem ganzen Kartengebastel, ist dieses Foamtape, finde ich, dahinter kleben, hinter die Buchstaben. Aber auch das geht eigentlich recht schnell. Im Gegensatz dazu haben wir ja auch 4 Karten gebastelt. Ja, ich hoffe, dass euch die Idee gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.